Das ist eine prinzipielle Sache. Übrigens, Alien geht auch nicht mehr raus, wenn man sich damit anmalt. Nee, weiß ich. Und es ist auch hautkrebsgefährlich. So, lass mich hinsetzen. Ich glaube, wir sind drauf. Was? Kann es sein? Sind wir drauf? Nee. Quatsch. So eine Scheiße, wir sind nicht drauf. Erstmal einen trinken. Sag mal, heute Nacht, ne? Ich habe 3 Stunden gepennt und heute Morgen kam der Klempner um 11. Wahnsinn. Hab den Wecker gestellt, kam der andere und sagt, ja, da kann ich dir nicht helfen. Aber da muss man mal wiederkommen. Da bin ich extra früh aufgestanden. Scheiße. Der Problem ist, der Max hier. Streuschen, zählt ihr uns runter, wenn wir drauf sind? Ihr seid schon drauf gespannt. Was hast du gesagt? Bitte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, live bei, wie heißt die Sendung? Bei uns? Ja, bei uns. Sascha, meine Damen und Herren, ist heute wieder da. Man kennt ihn. Ja. Das ist der Herr, der zur Miete war bei... Wo war das nochmal? Bei einem gewissen Zentrum. Ja, in einer 4-Zimmer-Wohnung, meine Damen und Herren, in einer WG, sagen wir es mal so. Wir haben heute spektakuläre Spiele vorbereitet und nicht nur das, wir haben das Geldband. Richtig, das erste Mal auch für mich. Oh. Das Geldband. Ach ja. Ja, also Premiere für mich. Verstehe. Ich bin mal richtig gespannt. Ja, das ist Weltklasse, weil all das Geld, was nämlich hier in die Wanne fällt, kann der Zuschauer gewinnen, wenn er im richtigen Moment anruft. Du kennst ja vielleicht, hast du schon mal im Fernsehen gesehen, das ist Weltklasse. Ganz kurz noch für alle, wir spielen gleich weibliche Vornamen zweimal A. Klassiker, reiner Klassiker. Und keine Teilnahme, Gewinnausschüttung unter 18. Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz. Mobil ist das höher, achten Sie darauf. Ein Anruf garantiert das sofortige Durchkommen in die Sendung. Eine Auswahl erfolgt nach maximal 180 Minuten. Alles wissenswert in Einblendung unter 9live.de, Teletext, Tafel 315. Können Sie alles nochmal nachlesen. Und wir spielen offener Button. Auch das ist ein Klassiker bei uns. Wenn Sie in dem Moment anrufen oder wahlweise eine SMS schicken, indem der Zuschlag des Buttons durch den zuständigen Redakteur erfolgt, kommen Sie entweder zu uns ins Studio oder wahlweise ins Service Center. Heute, ich glaube heute nur Studio. Da guckst du, ne? Was ich Hausaufgaben also gemacht. Wir spielen heute nicht nur das Hausaufgaben. Sogar also der Max redet wie am Laufen. Hausaufgaben. Also ja, ich muss das ja machen. Ich muss das ja machen, weißt du, sonst geht's mir so wie dem anderen Clown da. Alles wissenswert in Leinblendungen, non-live.de-Teletext-Tafel 315. Und ja, damit haben wir alles gesagt, Sascha. Weibliche Vornamen. Du kennst dich ja mit Frauen aus, habe ich gelesen. Stand in der Presse? Kann nicht sein. Ja, kann nicht sein. Sternspiel. Also ich kenne die ein oder andere Freundin. Oh! Aber gleich wieder mal sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, da sag ich mal. Herzlichen Glückwunsch, Herr Strauß. Das funktioniert ja fantastisch. Nicht. Die dumme Wand nicht hebt. Ich weiß nicht. Konnte ja, mal sehen. Aber nee, gut, ich war Torwart gewesen früher. Ja. Du hast es an der Redaktion gesehen. Ja, also geistesgegenwärtig gegen diese Wand geschmissen. Ich hol mal was zum Kleben und dann starten wir gleich mal die erste Runde hier. 0179444 999, meine Damen und Herren. 5 und 10 plus 15. Nochmal 30. Unfassbar. Unfassbar hier. Jederzeit, Sie wissen es, kann Zuschlag kommen. Richtig. Im richtigen Moment mit ein bisschen Glück hier bei uns. 0137 3 mal die 4, 3 mal die 9. Haben Sie eine Antwort für uns? Wir suchen weibliche Vornamen, das zweimal den Buchstaben A beinhaltet. Ich habe eins. Also die Wanne kann ich schon gar nicht mehr zählen, was da drin ist. Was, das war's ist ja, schon? Es ist ja utopisch. 20, 40, 60, also ich ja. Sag mal 3, 4. Der erste Anrufer, hallo? Hallo, hier ist die Karin. Hallo Karin, wunderschönen guten Tag. Auch von mir. Karin. Hallo. So, und jetzt meine Lösung hier. Die Sarah. Die gut. Sarah ist gut. Ah, aber leider nicht dabei, sorry. Schade. Sehr schade. Sorry. Trotzdem danke fürs Mitspielen. Tschüss. Tschüss, meine Liebe. Sascha ist da. Ich kann es nicht mal mehr zählen. Ja, ich mach das jetzt mal zählen. 10, 20, 30, 40. Hallöchen. 40. Wer ist da? Hi, hier ist der Alex. Alex! Hi, Alex. Den müssen wir öfters hören. Ja, der ist ein Kollege von dir. Ja, nicht ganz, aber gewinnt uns Alex. Mal. Alex, was haben wir für einen Vornamen? Ich nehme mal die Maria, den Klassiker. Maria. Eigentlich immer abgeklebt bei 9Live. Redaktionsbedingt. Heute aber leider nicht. Trotzdem danke fürs Zuschauen, Alex. Jo, tschüss. Über 200. Über 200, das heißt, es lohnt sich. Und dann machen wir auch gleich weiter, starten die nächste Runde. In 3, 2, 1, los! Wir spielen offener Button, Sie kennen das. Nur dann, ja, schon wieder. Sascha, das ist unfassbar. Geht ja ruckzuck hier, ne? Sehr schnell. Hallo? Ja, hallo Max, grüß dich, die Siglinde. Siglinde. Hallöchen. Servus. Servus. Ganz kurz, Siglinde, bevor du was sagst, mir fällt gerade auf im Fernsehen, weil wir hier die Monitore stehen haben, Sascha sieht ein bisschen besser aus als ich. Ach, ist natürlich jetzt... Nee. Ja, doch. Nee, komm, echt. Er will es nur hören. Nee, echt jetzt. Er will es einfach nur Ich sehe das gerade im Fernsehen, der ist ja viel intelligenter als ich. Eine Frage, was macht deine Modelkarriere? Ja, das ist richtig.
Ich bin also, nee, ich bin für Kick unterwegs auf dem Laufsteg. Mhm. Armani auch. Armani, toll, ja. Super. Armani, weißt du so? Ja, also die Aufträge sind da. Ich bin nächste Woche in London, Fashion Week. Fashion Week, ja. Unterhosenmodel bin ich. Ich glaub, wir sehen das im Oktober. Aber ich bin Unterhosenmodel auch. Aber man sieht's auch. Ja, String, natürlich. Ja, Tigerstring. Ja, klar. Tigerstring. Sieglinde, was haben wir für einen weiblichen Vornamen? Ich probier's mit der Martina. Martina? Hat 2 A, würde gehen. Ist nicht dabei. Scheibengleister. Sehr Scheibengleister. 10 Euro, mal am Telefon bleiben. Danke dir, Marc. 12 Lösungen abgeklebt, ciao. Gleichfalls. So, jetzt kommt der nächste Fuffi. Wir sind so circa, meine Damen und Herren, bei 300. Und da haben wir schon wieder den nächsten Anruf. Einer nach dem anderen. Wer ist Hallo? Dran? Heinz hier, guten Tag. Heinz, guten Tag, Heinz. Den hört man auch öfters, oder? Ja, ist ein Erdkundelehrer an einer Hauptschule für schwere Kinder. Ja. Wie du zum Beispiel? Ja, und früher. Ja, Heinz ist ein Lehrer, der ist sehr streng, verteilt gerne Sechsen und Fünfen. Mhm. Ja. Aber hörst dich trotzdem sympathisch an. Ja, nee. Er lacht ja. Er lacht ja. Heinz, mein Lieber, herzlich willkommen bei uns. Ich nehme die Anna. Die Anna? Hört sich gut an. Ist oh! Die Anna Sascha? Müsste dabei sein, ist dabei. Da ist die Anna. Heinz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Anna ist heute gar nicht da. Anna hat gestern für mich gekocht im Hotel. Ui. Es gab Rinderfilet mit Salat. Oh, jetzt sieht das gut aus. Und das Rinderfilet hat tatsächlich geschmeckt wie Schuhsohle. Sie hat es also geschafft, ein Rinderfilet völlig zu verbraten. Ja, das denke ich mir. Ja, weißt du? Aber Gott sei Dank war ich da. Mhm. Die Scheine, wenn man hier so sieht, da werden die Augen wirklich groß, ne? Ja, das ist Heinz gewohnt. Ja, ist Heinz gewohnt. Er ist Heinz gewohnt. Ne, Heinz? Ja. Was denn? Heinz, wie viel Fernseher hast du in deiner neuen Live-Karriere schon gewonnen? Das können schon bald an die 10 sein. Ach, das ist doch Quatsch. Du hast doch schon über 30 gewonnen. Oh, nee. In den letzten 7 Jahren. Nils hat über 25. Ach, was? Ja, hat er gesagt. Also Heinz, dafür kannst du dir auf jeden Fall den 11. holen. So, Achtung jetzt. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. 230. 330. Gibt's ja gar nicht. 350. 2, 4, 6, 8, 450. 450 Euros für den Nummer 1. 450 Euros. Also ein Fernseher wirst du dir dafür jetzt aber, glaube ich, nicht kaufen, oder? Ach, hast du nicht. Nee, ne? Heinz, herzlichen Glückwunsch. Ich danke euch. Ja, fantastisch, dranbleiben. Tschüss. Ciao. Das ist ja unfassbar. Wahnsinn. Da siehst du mal. Also ein paar Sekunden, ein paar Minuten, 450 Euro. Man denkt so, ach, sind so 300 Euro drin und auf einmal, zack. Boah, fühlt sich das gut an. Lecker, ne? Witzig. Ja, wenn wir so viel mal verdienen würden. Das war... So, die erste Lösung kam, das war die Anna. Das fühlt sich auch gut. Und wir starten auch gleich die nächste Runde. Und zwar in 3, 2, 1 und los! Go! Das gut, Sascha ist trainiert, meine Damen und Herren. Nein, ja, nicht, seit 3 Jahren nicht mehr. Richtig, das ist ja noch schlimmer. Ja, dass du dann trotzdem nicht so aussiehst. Nicht im Kopf trainiert und nicht im Körper trainiert. So! Gut, ich bin natürlich auch körperlich trainiert. Sag ich mal, was passiert? Ah ja, das passiert ab und zu mal. Du musst ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Ich passe auf. Sehr gut. 50 schon. Meine Damen und Herren, wer hat einen weiblichen Vornamen zweimal A? Kinder! Also quasi ein Mädchen mit AA. Lass mal das einfach so an dieser Stelle einfach mal so kommunizieren vielleicht. Ja, Sascha, du lachst, ja, aber das AA muss jetzt nicht nur am Anfang stehen oder am Ende, sondern es ist ja, egal. Was. Am Ende AA ist ja auch egal, wie viele Buchstaben. Ja. So, wir sind schon wieder bei. Ja, Sascha, komm. Hier. 20, 40, 60, 70, ja. 80, 90, 100 Euro schon. Mehr wieder. Wahrscheinlich schon. Schon wieder kommen 250er. Das ist das Geldband, Leute. Ist ja auch für dich das erste Mal jetzt ja, ist mit das dem erste Geldband. Mal. Und ich muss sagen, ich freue mich. Nee, richtig. Ist geil, oder? Ja. So, meine Damen und Herren, sitzen Sie da draußen. Hier hat sich das Pärchen übrigens gefunden, meine Damen und Herren. Ja, Sascha und ich, wir mögen uns auch privat. Das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen. Ja, dass wir, aber wir wollen nicht zu viel verraten, oder? Ja, nee. Man muss ja auch ein bisschen, weißt du, ist ja auch in der Öffentlichkeit, muss man ein bisschen zurückhalten. Ich habe Sascha schon gemocht, als ich ihn damals gesehen habe in der WG und habe gesagt, das ist aber wirklich jetzt... Ich bin auch leicht sentimental, das weißt du. Wenn ja, ich so aber wenn dir die Tränchen kommen, oder... Ich weiß ja noch, da gab es sogar mal eine Anruferin, die hat dir irgendein Geständnis gemacht. Was? Dass ich dich so lieb und heiraten möchte. Natürlich, ja, das ist ganz, ganz groß. Übrigens, ganz kurz für alle, wir suchen weibliche Vorname zweimal A und es sind 200 plus schon wieder drin. Kein Witz.